Ja, hoffen wir mal, dass wir so langsam zum Ende kommen. Ja, komm mal hier hin. Du hier hin. Ready when you are. Ja, hier hin. Looking for trouble? Jupp, hier hin. Okay, dann wollen wir mal. Stick him. Oh, it's on. Gut. Mal gucken. Upsa. Das machen wir mal. Ich bringe jetzt mal eine Packung Dynamit. So. Dann als nächstes. Na. Jetzt keine Schussposition. Na, Mist. Need someone dead. Okay, den krieg ich weg. Hä? 50%? Bitte? Okay, ich habe echt schon viel Schwachsinn gesehen, aber das hier übertrifft gerade alles. Du bist ein Nahkämpfer, 50%? Ey, also jetzt, ne? Ich wollte schon sagen. Also jetzt dreht hier alles am Rad. Du hast noch Dynamit. Sechs Schaden, wenn ich den kille, zack, dann kann ich vielleicht hier hoch und den anderen da killen. Ja, komm, schmeiß. Okay. Impossible. Okay, mal kurz warten. Vielleicht sollten wir mal da hochgehen. Aber dann eher mit. Genau, mit könntest du. Oha. Oha. Ja, wunderbar, macht das. Was? Weg mit dem. So, du kommst mal hier hin.
Die Entdeckung. Let's do this. Du kommst. Hier hin. Krieg ich den? Nee, warum zeigst du mir hier ein Ziel an? Keine Ahnung. Komm hier hin. Youngsters these days. Na, das bringt nichts. Mist. Just point. Das ist zu wenig. Und daraus kann er mir nichts anhaben, weil ich bin hier eigentlich gut geschützt. Ich muss kurz gucken, mit der Pistole komme ich an. Pistole hat ja... Oh, von hier wird's gehen. Ich hoffe, dass das jetzt stimmt. Es stimmt, okay. Was ist das? So, das ist sowas für da. Okay, das wird auch noch nicht alles sein. Da draußen wird bestimmt noch was sein. Komm mal hier hin. So, dann tun wir uns jetzt hier erstmal wieder positionieren. Ja. Ist schon erstaunlich hier ganz gut gelaufen. Schon ein bisschen zu gut gelaufen. Aber da draußen ist auch noch was. Das ist ein bisschen sehr. Die Frage ist, will ich da nach oben? Mit ihm eigentlich schon. Aber mit ihm wäre das eigentlich eine ganz gute Sache. Er könnte mir dann mitteilen, was da oben los ist. Looking for trouble? Easy. Okay. 1, 2, wir werden sehen. Take your time. Und du hast sogar noch Dynamit, Mr. Oldman. Ja, geh hier hin. So, und der Jackie Chan. Right. Ja gut, kann man auch machen. Bisschen umständlich, aber ey, 4. Also noch 4. Moment mal, unten. Unten waren noch, oder waren das die? Das könnten die gewesen sein. Okay, 4. 3 Fünfer und ein 14er. Oder was ist das? Ja, von wegen 14er, das ist ein 20er, oder? Ja. Some for me too. Okay, es sind sogar noch 5.
Und 15er auch noch. Uiuiuiui. Need someone dead. So. Ja, das ist doch schon mal ganz gut, würde ich behaupten. Die über die Frage ist. Wäre eine Überlegung. Aber ich würde sagen, erstmal den hier weg. Den hier weg. Let's dance. Prozent, 75%. Hebe ich mal noch auf. Let's get this over with. Old Man. Freuschuss. Moment mal, du hast doch. Ja, mit Schattenhange 3 Stück kriegen, also keine Ahnung wie. Die müssten eigentlich runterkommen, ja. Ah, ist egal, ist eh nur ein Beta, scheiß drauf. Heuschuss. Bierschaden. Also wenn ich das mache, mache ich hier ja erstmal einen Kill. Dann machen wir doch erstmal das. Prozent. Prozent. Okay. Let's get this over with. So, Kollege, du hast noch Dynamit. Wie man das? Ich habe eine Idee, das könnte vielleicht hinhauen. Gib mir mal bitte, warum du nur 25% hast. Ja, da musst du hier eine gute Deckung eigentlich haben. Na komm. Wer fehlt? Ist okay. Auch verfehlt. Ai.
Versuchen wir es. Oh, warum hat denn das Ding da jetzt so... Alle verfehlt. Hibi. Okay. Kann man das? Take it off, girl. Autsch. Ja, es war zu erwarten. Ja, geil. Der hat Granaten. Okay, mit Granaten. Let's dance. Okay, warten wir mal ganz kurz. Weil mit ihr könnte ich, glaube ich, auf ihn da oben kommen. Take your time. Ich würde mal sagen, dass du jetzt da direkt vor mir stehst. So, das müssten 100%. Ja, ja. Okay. Yeah? Prozent, okay. So, wer hat denn bitte jetzt noch Dynamit hier? Ach, du hast noch Dynamit, interessant. Looking for trouble? Aber? Ach, 1% Chance. Naja, aber 100% Treffer. I got this one. Ja. So, Freundchen. Deal abgeschlossen, wunderbar. Ja, die Mission interessiert mich jetzt gar nicht. Blaues Dynamit, okay. Das ist hier oben, ne? Ja, es ist hier oben. Und zwar... Na, da kommt doch bestimmt noch irgendwas, oder? Haben wir's? Blaues Dynamit beschaffen. Ah, da hinten. Okay. Schaffst du das noch dahin? What's the rush? Wir gehen trotzdem mal hier in Deckung. Ist das? Ja, wir haben's. Oh. All right, everyone. Get back. That explosion was wild. Keep it down. Won't take much to start another avalanche. Once we get out, what then? Go after the ghost train. Fucking mammon! He suckered us in and then cheated us cold.
We'll track him down. We'll get back everything he took from us, and then we'll send him back to hell. Big words, Carter. But that's where you've always been, right? Big, empty words. Clive? Is that you? This is some kind of a trick. Kestrel Cult is dead. That'd be awfully convenient for you, wouldn't it? We're done with the easy way now. Ja, Leute, das war die Beta. Also so im Großen und Ganzen, das Spiel ist zwar nicht schlecht, ja, aber da fehlt noch sehr viel. Ich meine, gerade Funktionen, gerade im Western-Spiel, da brauchst du halt auch diese Hinterhalte, wo du machen kannst und alles. Der Ansatz ist schon mal gar nicht so schlecht, aber da fehlt noch wirklich viel und da muss auch noch viel kommen. Auf jeden Fall. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten, das Spiel. Das ist schon mal klar, weil ist doch schon ganz interessant. Die Story interessiert mich doch schon sehr, bin ich halt echt mal gespannt mit dem Teufel. Aber es mal so anzuspielen, das ist okay. Ist auch eine angenehme Zeit. Man darf nicht vergessen, es ist eine Beta-Version. Darf man nicht vergessen. Aber mir fehlt halt dieses Overwatch, wo ich halt mal die Gegner in den Hinterhalt laufen kann, weil so bist du halt echt. Du kannst eigentlich gar nichts machen. Du kannst nicht so wirklich so nach vorne gehen und aggressiv spielen, weil du dann direkt eine drauf kriegst, weil du dich nicht mehr verteidigen kannst halt auch. Ist halt absolut da nicht möglich. Es ist leider nicht möglich, dann da irgendwas zu machen. Leider. Wie gesagt, das müssen sie auf jeden Fall, da muss noch auf jeden Fall ein bisschen was mit rein. Das muss auch noch auf jeden Fall geändert werden. Das Kampfsystem, dass die KI immer wieder aus unmöglichen Positionen trifft, ist wirklich zum Heulen. Man muss es ganz klar sagen. Ist wirklich zum Heulen. Wie es aussieht, sind es wieder nur so vier Leute, wo du spielen kannst. Ja, das ist halt immer so eine Sache. Wäre halt schön, wenn man da mal ein bisschen mehr hätte und mehr Freiheiten machen könnte. Die Charaktere, wie sie so eingestellt sind, so, ich finde den Indianer ganz cool, so mit dem Nahkampf. Also der kann da schon ganz schön viel robben, muss man ganz klar sagen. Das hat wirklich schon einiges versichert auch. Auch gerade, weil er halt auch mit seiner Trefferpunkte und mit seinen Aktionen, die wo er dann benötigt hat, auch ziemlich viel machen kann. Mal gucken, ob es da noch weitere Charaktere gibt oder so, wird sich zeigen. Das Spiel ist auf jeden Fall sehr blutig gemacht, also ich hoffe, dass es so bleibt, dass es nicht noch zensieren oder irgendwas. Ansonsten, ja, es ist halt eine Beta, es fehlt noch sehr viel. Ich hoffe, dass das eine oder andere da auf jeden Fall noch kommt. Und dann so ein Overwatch, das muss rein. Und gerade beim Western-Spiel, ich meine, das muss rein, wo du einen Gegner dann kommen lassen kannst, in den Hinterhalt laufen lassen kannst oder gehst nach vorne und sicherst dann ab, dass dir da keiner an die Flanken fällt oder noch von vorne dich attackiert. Das muss auf jeden Fall rein. Das nur mit dem Decken, also mit dem Ducken, das reicht nicht. Das reicht einfach nicht. Okay, das war Hardware 2, die Beta-Version. Ja, wenn das ein weiteres dann erscheint, würde ich es gerne dann wieder spielen. Und mal sehen, wann der Release ist, ob das dies ja noch ist. Könnte sein, weil es ist hier schon auch wirklich auch übersetzt, muss man sagen, noch nicht alles. Manches fehlt da noch ein paar Kleinigkeiten. Aber so, was wir jetzt so in der Beta gesehen hat, war jetzt so die Übersetzung und von der Story her hat das schon wirklich wie ein fertiges Spiel ausgesehen, wobei noch einiges an Mechaniken fehlt, das darf man nicht vergessen. Aber ansonsten ist das schon eigentlich ganz gut, hat auch für eine Beta gut aufgebaut und ja, warten wir mal ab, was da noch kommt. Das war's dann von Hardware 2 und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei anderen Projekten, wie auch immer. Bis dann und ciao.